Hallo, ja, wie ihr seht, bin ich schon wieder in den Alpen und verbringe wieder einen tollen Urlaub. Und zwar diesmal in Mittenwald. Da kann ich wieder schöne, tolle Touren starten in die Berge, ins Karwendelgebirge und ins angrenzende Wettersteingebirge. Ich glaube, das wird ganz toll werden. Das Wetter muss natürlich stimmen, aber heute war schon Regen angesagt und wie man sieht, könnte er fast nicht besser sein. Blauer Himmel, nur ein paar Wölkchen. Aber vielleicht kommt er ja später, deswegen werde ich heute auch nicht so eine große Tour machen. Hier vom Mittenwald aus werde ich heute den Kranzberg umrunden, den Hausberg von Mittenwald, der ist da oben. Kein hoher Berg, wird auch heute keine anstrengende Tour werden. Ganz locker, einfach nur zum Genießen erstmal, zum Starten. Ja, ich hoffe, das wird dann gefallen. Also, dann viel Spaß dabei bei der heutigen Tour. Hier am Abzweig von der Hauptstraße Richtung Lautersee, Felchensee, ist ja jetzt die Runde angeschlagen. Steht als Mittel, also gar nicht so einfach anscheinend. Aber mal sehen, wie fit ich dieses Mal bin. Kurzen Bergaufpassage. Schauen wir jetzt auf den Lautersee. Echt toll gelegen hier. Bestimmt auch schöner Badesee. Das ist der erste See von mehreren noch auf dieser Tour. Der nächste See ist auch schon gar nicht mehr so weit entfernt. Schon nach einer kurzen Strecke, sogar schon eine Bergabfahrt, ist man jetzt am Felchensee. Ja, schön ist es ja hier. Die Gipfel bleiben ja wohl heute so ein bisschen im Verborgenen. Aber egal, ich bin froh, Hauptsache, dass dieser große Regen noch nicht da ist. Ja, echt toll. Mal sehen, was noch alles kommt auf dieser kleinen Tour. Sieht ja schon schön aus.
auch bei nicht so gutem Wetter ist es hier immer interessant. Zum Beispiel, wie die Wolken sich immer reinhängen in die hohen Berge, wie die ziehen. Das ist immer toll zu beobachten. Das kennt man ja nicht so aus dem Flachland. Ja, hier befinde ich mich jetzt beim Schloss Elmau. Ja, schönes Ding, schönes Luxushotel, aber da bin ich nicht abgestiegen. Ja, schön ist es hier, die Wiesen blühen auch immer noch. Zwar nicht mehr so ganz so schön wie da in der Schweiz, aber toll ist es trotzdem, echt toll anzuschauen hier. Nachdem das nach Schloss Elmau immer auf diese Asphaltstraße längs ging, bin ich jetzt wieder schön zwischen den Almwiesen hier durch. Ach, das ist doch besser. Nun befinde ich mich hier in den Buckelwiesen. Ja, da wo ordentlich schon immer abgemäht wurde und bewirtschaftet wurde, kann man es nicht mehr sehen. Da sind so ein paar Flecken zwischendurch, da kann man das noch sehen, diese Buckelstruktur. Ja, bis Mittenwald ist auch nicht mehr weit. Keine 5 Kilometer ist die Runde auch schon wieder vorbei. Aber es wird auch immer grauer. Der Regen wird heute kommen, früher oder später. Da kann man die Struktur auch nicht sehen. Die eigentlichen Buckelwiesen, wie die eigentlich aussehen, entstehen irgendwie durch unterirdische Auswaschung und Rutschung.
in diesem Gebiet. Da ist noch mal ein See hier, der Schmalensee. Ja, ziemlich dunkel geworden, aber nach Regen sieht es noch nicht aus. Aber Sonne sieht das hier bestimmt alles viel schöner aus bei Sonne. Das bestimmt. Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Jetzt bin ich wieder hier unten. Das war doch nur noch eine kleine schöne Runde. Und jetzt fängt es auch langsam an zu regnen. Der Regen holt mich doch noch ein. Aber dafür, dass es heute den ganzen Tag regnen sollte, war das auch gut. Da will ich mich jetzt nicht beschweren. Ja, war doch einiges zu sehen. Zwar an Sonne sieht das alles viel besser aus, aber was soll's. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Mal sehen, was als nächstes kommt. Heute wird das Essig erstmal einregnen. Mal sehen, wann das morgen aufhört. Ob da auch noch was geht, aber übermorgen spätestens soll wieder richtig gutes Wetter kommen. Hier kommt bestimmt was. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.